Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ranch Simulator. Wir starten den Wagen, wir fahren jetzt eben nach Hause. Einmal schlafen. Und dann haben wir ja noch ein bisschen was zu tun. Wir wollen ja die Fahrzeuge reinfahren. In der letzten Folge haben wir ja ein bisschen Holz gekauft und haben die Halle da fertig gebaut. Von dem ganzen Holz ist ja nicht mehr wirklich viel übrig geblieben. Also war schon gut, dass ich halt da nochmal ein bisschen was nachgekauft habe. So, da ist das Schlafen und Speichern natürlich auch noch gleichzeitig dazu. Und den habe ich gut umgehauen. Hallo. Drehen. Danke. Habe ich ja gut umgehauen. So, einmal Wasser nachfüllen. Oh. Ja. Das gibt auf jeden Fall genügend Essen. Denen geht's gut, das ist toll, aber da hat das Essen nicht ausgereicht. Anscheinend. Ja. Da müssen wir wohl nachher noch lang. So. Dann machen wir jetzt Folgendes. Wir gehen jetzt erstmal in den Trecker. Dann bringen wir die Sachen rüber mit dem Trecker. Fahren wir mal eben alle Anhänger rüber mit dem Trecker. Geht ja schnell. Kann ich euch auch zeigen, wie ich es mir gedacht habe. So habe ich es mir nicht gedacht. Und den machen wir auch noch weg. Den auch. So dass wir einen genügend Wendekreis haben. Dann habe ich gar nicht gedacht. Soll ich denn da rein so fahren, ne? Haben wir noch ein bisschen Holz, was wir mal irgendwann so sägen können? Oh, der kommt auch noch weg. Gerade ihm mal eben den Träger neu. Ja, da war ja was. Der kann ja nicht rückwärts drücken. Den Grund habe ich halt auch eine Halle gemacht mit Durchfahrt. So, mal eben kurz abmachen, beziehungsweise ausmachen. Das Licht ausmachen hier. So. Wo ist die Rampe? Ja, da war sie. Kann ich hier nicht ranbauen. Dieses Stück hier möchte keine Rampe. Natürlich doof. Aber was soll ich machen? Das ist halt so. Nächsten. Ein
bisschen zu lang, habe ich das, glaube ich, gebaut, oder? Bin mir nicht sicher. So. Hier sind noch Sonnenblumen drin, die können wir auch noch bald aufbrauchen. Fahr gerade, ne? Ich wackel das Teil nicht. Da rutsche ich. Da bin ich gerutscht. So, Tor auf. So, mal eben alle Tore hier aufmachen. So. Dann haben wir das nämlich auch abgestellt. So ganz begeistert bin ich nicht davon. Dachte wenigstens, das ist so breit, dass halt die Maschinen da gut durchpassen. Aber bei den Grubber und bei der Saatmaschine. Das ist ein bisschen eng. Und ich denke mal hier, der Grubber, der wird da gar nicht durchpassen. Die ist ja, glaube ich, noch breiter als die Saatmaschine. Wir lassen uns überraschen. Hey. Dann wünsche ich mir auf jeden Fall von den Entwicklerteam eine Halle. Das habe ich jetzt gerade da so reingeglitscht eher. Mit dem An- und Abkoppeln. Um ehrlich zu sein, wir werden eh nicht mehr so viel hier mit Grubbern und Seen machen. So, noch zweimal fahren. Einmal wegen Treibstoff. Einmal noch den Viehtransporter. So, oh mein Gott. Rutscht man hier schon? Also hier habe ich kein Problem mit, das reinzubringen. Bei den anderen Maschinen eher. Nehmen wir jetzt als nächstes den Viehtransporter. Treibstoff tanken können wir auch gleich mit dem Auto eben fahren. Wir müssen ja so oder so tanken. Sieht nichts.
Gott. Gott. Hat halt auch keine Kraft der Träger, ne? Darf ich jetzt mal? Danke. Ich glaube, Holz hält uns fest. Okay, also komplett gar nicht geeignet für den Trecker. Der Viehtransporter. Und für die Halle auch nicht. Hey. So. Ja, dann stellen wir den doch hier an die Seite irgendwo. So würde ich sagen. Wenn noch zwei Maschinen, die weggestellt werden müssen. Jetzt einmal der Trecker. Ja, der Trecker, der steht dann immer vor einer von den Maschinen. So, dann kann ich nämlich hier das Tor schließen. Das, das, das. Das gleiche. Hier machen wir auf. Dann gucken wir mal, ob wir den Drescher darunter bekommen. Hoffe. Aber erstmal bringen wir die Schneidwerke. Wo packen wir die denn am besten? Da hinten an die Seite, würde ich sagen. Oder hier. Noch einmal schön gerade daran stellen. Bisschen ungewohnt, das Fahren mit den Drescher hier. Ziemlich, ja, nicht gerade der schnellste. Aber wir kommen voran. Haben wir ja schon mal eine Maschinenhalle. Dann stellen wir auf jeden Fall als nächstes die kleinen Ställe da mal fertig.
Dann müssen wir ja eigentlich noch mal Tiere holen, ne? Noch mal eine, ja, eine Dings, Sau und ein Eber. Hoffe ich doch, dass sie immer, dass sie auch so in den Bereich genannt werden. Jedenfalls männlicher und weibliches Schweinchen so. Kühe haben wir. Dann kommen noch die Ziegen dazu. Fleisch, Rinder. Und dann, was uns noch fehlt, ist. Mal gucken. Was uns dann eigentlich nur noch fehlt. Dann haben wir noch die Pferde. Pferde müssen wir dann noch mal holen. Mal gucken, was man so mit den aus den Pferden machen kann oder mit den Pferden. Eine Pferdewurst, denke ich mal. Wir gucken einfach mal. Und zur Not teste ich das mit der Pferdewurst. Vielleicht geht's. Dann schnappen wir uns jetzt das hier noch. Haben ja einiges hier schon gemacht. Aber man muss ja auch wirklich ehrlich sein. Viel Content bietet das Spiel leider noch nicht. Da bin ich ganz ehrlich. Man hat zwar jetzt schon das mit den Feldarbeiten. Man hat das mit den Tieren. Man kann bauen. Und man hat ein Gewächshaus und Bienen. Aber man bekommt viel zu viel Geld bei allen Sachen, dass man das nur ein paar Mal machen muss und dann ist man reich und dann kann man sich eigentlich schon das alles kaufen. Oder kann man sich alles kaufen, was man möchte. So, mal gucken, ob das so klappt mit dem Durchfahrt. Die ersten Schwierigkeiten. Nö. Passt nicht rein. Schade, dann steht da das Auto. Der Drescher, der kommt dann an extra Seite. Also hier so. So. Dann holen wir das Auto. Dann Rasenmäherträger hier. Da brauche ich gar nicht überlegen, wohin. Packe ich einfach jetzt hier hinter. Ist halt witzig, ne? Dass wir jetzt schon so eine Halle haben. Wir holen jetzt erstmal den Treibstoffanhänger. Den Wagen haben wir ja eh noch ein bisschen länger in Benutzung. Wobei hier, nö. Wir lassen den da mal eben stehen. Nimm hier unseren kleinen Wagen. Der wird dann gleich schon da hinten eingelagert. Der hier.
Lag da noch ein Stück Fleisch drauf? Hinterfrag's mal nicht. Treibstoffanhänger würde ich auch noch hier lassen. Dann können wir nämlich hier auch tanken. Bei nee. Der bleibt da. Erstmal noch. Da, wo wir ihn gerade haben. Wir fahren den demnächst nochmal voll tanken. Und dann wird er weggestellt da rein. So. Das hier einmal durchgefahren. Der steht auch. Perfekt. Dann können wir jetzt rüberlaufen zu unserem größeren Fahrzeug. Wir haben ja noch einiges vor. Wir müssen, das in der nächsten Folge wird auf jeden Fall ziemlich viel geschlachtet. Ziemlich viel Fleisch werden wir da rausholen aus dem ganzen Laden da. Können wir eigentlich jetzt ja schon anfangen, komm. Fangen wir jetzt schon an. Einmal rückwärts drücken, den Anhänger. Da muss man natürlich immer umdenken. So, dann fangen wir an. Einmal sauber machen hier. Ja, ein bisschen schade, dass sie draufgegangen sind, aber das will ich machen, ne? Da kann ich nichts machen. Da habe ich kurzzeitig nicht drauf geachtet auf dem Futter. Wenn ich das jetzt alles hier öffnen würde, ein Fleisch, würde ja so einen richtigen Fleischberg geben, ne? Sammeln wir mal. Ja, irgendwie schade. Naja. Passiert halt. Können wir nichts dran ändern. Hätte da definitiv einen zweiten Futterdruck reinbauen müssen. Weil die sich halt auch gegenseitig zwischendurch einfach blockiert haben. Dadurch hatten wir ja auch ziemlich das Problem, dass sie dann nicht ans Futter gekommen sind. Beziehungsweise wir hatten ja auch noch das Problem, dass wir eine Zeit lang halt beschäftigt waren und dann hatten wir kein Futter nachgelegt. Natürlich auch eine Sache. Naja, wenn wir kriegen das schon irgendwie wieder geregelt. Ich meine, wir könnten da jetzt draus Wurst machen oder ich nehme das und verkaufe das einfach so. Können wir natürlich auch machen hier. Ich glaube, wir fahren so mal los und verkaufen mal eine Ladung. Ist nicht gerade wenig. Dann einmal hier hin.
Ja, mit einem Gewächshaus, da muss man halt wirklich auch Zeit investieren. Wenn man jeden Tag, mal gerade beinahe sagen, jedes Jahr hier ernten kann, das ist natürlich nicht so toll. So. Verkauf, 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 Verkauf. Das sah gut aus. Also vom Geld her sollte es reichen für noch ein paar Tierchen dann. Fahr mal eben hoch. Wir holen uns noch 6 Kühlboxen. Hoffe, ich schaffe das rechtzeitig. So schnell. So bis 9 haben die auf. Okay, dann habe ich ja noch Zeit. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaufen. Das war's. Mehr wollten wir eigentlich hier nicht. Packen wir die auch mal eben hier noch mit oben drauf. Wir brauchen sie. Brauchen das. Nicht gerade wenig, was wir hier haben. Also gerade das wird halt gleich viel, viel Fleisch sein. In der nächsten Folge werden wir uns auf jeden Fall mal drum kümmern, noch ein paar, also die Tiere wieder aufzustocken. Die Stelle noch zu vollenden. Bei den Schweinen muss ich ehrlich sagen, ich werde das ein bisschen reduziert halten. Wir brauchen eigentlich ja nur ein Männchen, ein Weibchen. Hatten wir ja vorher auch. Die haben sie aber so vermehrt, dass es halt aus einem Männchen, ein Weibchen das wurde. Haben wir ja bei den Rindern aber auch. Oder Milchkühen, besser gesagt. So, einmal hier rückwärts ran. Dann würde ich sagen, soll es das für diese Folge gewesen sein. Wir machen das in der nächsten Folge hier weiter. Und ich gehe jetzt dann gleich schlafen und dann sehen wir uns wieder, wenn es hier wieder hell ist. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Resttag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.